Hallo, mein Name ist Luisa Charlotte Schulz und mich kennt keine Sau. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe keine Zeit, berühmt zu werden, denn das ist hier vielleicht die letzte Comedy-Show vom Weltuntergang. Vielleicht ist das hier meine letzte Chance, einen Star-Auftritt zu haben. Und da müsst ihr jetzt alle durch. Heute werden wir so tun, als ob diese Show viele Millionen Euro gekostet hat. Heute werden wir so tun, als wäre das hier eine Arena-Tour. Leute, Luisa, ich glaube, es geht noch krasser, oder? Heute werden wir so tun, als wäre das hier eine krasse Stadiontour von Mario Barth. Was? Was hat denn Mario Barth mit meinem Opening hier zu tun? Sorry. So lang auf den Moment gewartet, so lang war ich bereit, dass ich einen Star-Auftritt habe und vor Glück geweint. So schön. Halt die Klappe! Ich hab immer Angst gehabt, dass das jemand zerstören kann. Hallo, ich bin Tobi Hebbelmann und herzlich willkommen zur Tobi Hebbelmann Show. Heute Abend mit tollen Gästen, vor allen Dingen aber mit mir, mit Tobi Mit Luisa Charlotte Schulz. Dass der Frieden ich ein Star bin, vielleicht sogar aufhören kann. Luisa, pass auf, nee, das ist wirklich, das ist so, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde so ein kitschiges Fernsehgarten-Opening, das hat doch hier wirklich nichts zu suchen hier. Guck mal, coole Location, coole Leute, da brauchst du jetzt nicht mit... Meine Mutter guckt Fernsehgarten. Ja, das stimmt, das stimmt. Pass auf, ich habe ein richtig hippes, cooles, fancy Intro mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Seid ihr auch gespannt? Alright, herzlich willkommen. What? Heute Abend zu. Das ist doch kein cooles Opening. Tobi, weißt du, was das ist? Das ist so, oh, es ist 12 Uhr Sonntag, wir brunchen. 15 Euro für ein Rührei, aber ey, ist Bio. Soll Norah Jones abklatscht, das ist doch kein Opening! Mark Forster! Schnauze! Okay, sorry, bevor es angefangen hat, schon undurch bin, gib mir noch eine Chance, okay? Ja, pass eine auf, Chance, was hältst du hiervon? Komm, gib mir was. Ja, das ist gut, oder? Ja, nimm mal das Schlagerpiano da raus. Ja. Okay. One, two, three, das ist die letzte Show! Vom Weltuntergang, vielleicht die beste Show. Vom Weltuntergang, mach doch mal richtig Lärm. Vom Weltuntergang, vielleicht ist morgen schon. Das ist die letzte Show. Vom Weltuntergang, vielleicht die beste Show. Vom Weltuntergang, mach doch mal richtig Lärm. Vom Weltuntergang, vielleicht ist morgen schon. Weltuntergang. Hallo, Bobby! Luisa Charlotte Schulz! Tobi Hebbelmann! Wow! Tobi ist ein Typ! Nee, Tobi ist so ein Typ, der ist so richtig angekommen im Leben, ne? Ich habe mal so Tobi besucht zu Hause und Tobi ist so ein Typ, der hat auf seiner Herdplatte, in der Herdplatte ist die Dunstabzugshaube. In der Herdplatte drin. Es zieht nach unten rein. Also Tobi ist da angekommen, wo ich noch hin will im Leben. Ich find das richtig charmant, dass du jetzt direkt in den ersten 5 Minuten mich zum unattraktivsten Menschen des ganzen Abends machst. Aber hey, cool. Nein, ich ja, ich bin Tobi, freut mich auch, euch kennenzulernen. Hi. Kommt gerne mal auf dem Sprudelwasser vorbei. Gekühlt oder warm. Kein Problem für mich. Der erste Künstler, den wir begrüßen dürfen, für den wir hier noch ein bisschen das Geld wegmachen müssen. Der hat übrigens auf die Frage, was ist unverzichtbar in einem Endzeit-Bunker, wenn man alleine ist, gesagt, RTL 2. Und er hat mir einen Ratschlag gegeben für diesen Abend. Wenn irgendwas nicht funktioniert, soll ich das mit der Erotik retten, weil das macht Christian Lindner auch. Also begrüßt ihn bitte mit einem Riesenapplaus, als wäre morgen der letzte, als wäre heute der letzte Tag vom Weltuntergang. Rastet aus, hier ist Marcel Mann! Ja,
Guten Abend! Mein Name ist Marcel Mann und es ist offensichtlich, mein Nachname ist eher eine grobe Beschreibung der Situation. Aber ihr kommt über die Enttäuschungen weg. Hat meine Familie auch geschafft. Nein, die sind immer noch in Therapie. Ich stelle das mal kurz zur Seite, nicht, dass man uns verwechselt. Es gibt einen Grund, warum ich so wenig schwarz trage, ist einfach zu nah dran. Ja, ich muss sagen, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich komme aus Berlin-Kreuzberg. Ja, aus Berlin. Berlin-Kreuzberg, so wie die meisten krassen Gangster. Und ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich wohne nicht nur in Berlin-Kreuzberg, muss ich dazu sagen. Ich arbeite da auch als einer der wenigen in meiner Nachbarschaft. So taktische Gags. Ich bin Synchronsprecher. Das ist mein Hauptjob. Ich bin Synchronsprecher. Das heißt, ich bin die deutsche Stimme hinter dem ein oder anderen jungen Teenie-Star aus Hollywood. Und ich mache das eigentlich nur, weil die Teenie-Stars aus Hollywood, die sind alle ein bisschen dumm. Ja. Können alle kein Deutsch. Und ganz ehrlich, ich bin so kurz davor, durchzudrehen. Ich bin 2 Zentimeter vom Burnout wegen meines Jobs, weil ich als Synchronsprecher ständig irgendwelche Sätze sagen muss. Sätze, die sind nicht unbedingt aus dem echten Leben oder aus dem Bermuda-Dreieck entrissen. Nee, ich stehe im Studio und höre mich selber Sachen sagen wie Tiffany schmeißt eine Poolparty. Sie ist das heißeste Mädchen auf der Sunny Day High. Ich liebe Tiffany's Poolpartys. Leute, bei solchen Sätzen kann man nicht entspannen. Ich bin fertig. Ich bin komplett fertig. Wirklich. Ich bin seit über einer Dekade beruflich gesehen auf der amerikanischen Highschool. Das ist so viel Bildung wie 2 Wochen deutsche Sommerferien in Lorentamar. Das ist nicht schön. Und Highschool, ihr kennt das. Highschool, es ist immer das Gleiche. Es ist immer dieses Mom, Dad, ich gehe bald aufs College. Das ist mein letztes Jahr auf der Highschool. Und das wird der Sommer meines Lebens. Das bin ich. Aber ich bin ja nicht nur beruflich unterwegs, ich habe ja auch ein Privatleben. Ich habe ja auch Hobbys, die würde ich gerne mit euch teilen. Also eins meiner Hobbys ist, mir Kinderbilder von mir anzusehen, auf denen ich als Funke-Mariechen verkleidet bin. Ich war nie bei der Bundeswehr, das ist meine einzige Uniformerfahrung. Ja. Ansonsten Facebook-Hasskommentare von Männern mit Autos im Profilbild zu blockieren und in den restlichen 30 Minuten meiner Tagesfreizeit Frauen sexuell nicht zu belästigen. Und schon ist der Tag rum. Ja, und der Zuschauer im Auge fürs Offensichtliche hat es vermutlich schon bemerkt. Ich bin das, worüber man im Religionsunterricht nichts lernt, aber im Priesterseminar reichlich von vorhanden ist. Ein homogener Mann, ja. Oder wie meine Eltern sagen würden, der Junge lernt noch die Richtige kennen. Optimismus ist ein großes Gut in meiner Familie. Leute, ich sag's mal so, steigt in eure Boote, mit meiner Nummer geht's jetzt ans andere Ufer. Weil als Mann, der Männer liebt, bekommt man immer die dümmsten Fragen gestellt und die würde ich gerne mit euch teilen. Es ist herzallerliebst, es ist immer irgendein Bibelzitierer mit Hass im Herzen, trifft einen in der Fußgängerzone mit einem Wachturm. Nee, irgendeiner kommt immer auf einen zu und die dümmsten Fragen sind immer die gleichen. Es ist immer, wann wusstest du eigentlich, dass du schwul bist? Das ist meine heterosexuelle Stimme, also kein Wunder, dass es nicht geklappt hat. Es konnte nichts werden. Wann wusstest du, dass du schwul bist? Hattest du schon mal was mit einer Frau? Und soll ich dieses Kleid kaufen? Und die Antwort lautet so gut wie immer, nein, Rebecca, nicht mit deinen Beinen. Ich kenne gar keine Rebecca. Aber ganz ehrlich, die Frage, wann ich denn wusste, dass ich irgendwann mal einen Freund mit Penis haben werde, die hat sich nicht gestellt. Das war gesetzt, das war klar. Schon als ich ein Kind war, war das klar. Als ich mir die Teletubbies angeguckt habe, mit 5 oder so, meine einzige Frage war nur so, wann geht Tinky Winky mal wieder zum Sport? So, das wirklich, das war klar. Oder noch früher, als meine Mutter mir die Brust geben wollte. Also als Baby, nicht jetzt vor 3 Wochen oder so. Also, das wäre unangenehm, ich bin laktoseintolerant. Auf jeden Fall, ja. Als Baby, als meine Mutter mir die Brust geben wollte und ich ihr tief in die Augen sah und dachte, junge Frau, es ist besser, wir bleiben lediglich Freunde. Und so wurde ich als Baby nicht gestillt. Ich wollte einfach als Baby nicht an die weibliche Brust. Das Konzept habe ich bis heute durchgehalten. Aber es liegt nicht an meiner Mutter. Die hatte das, was man im Ruhrgebiet Amazing Boobies nennt. Ja, wirklich, wirklich Top-Titten. Kannst du alle fragen. Also hauptsächlich meinen Vater. Aber ansonsten, vielleicht so ein Team von Archäologen nochmal. Aber ansonsten, ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber ich merke schon, ist schwierig. Man darf eigentlich keine Witze über Mütter machen. Ja, das ist nicht okay, weil Mütter haben einen unter Schmerzen geboren. Gut, ich war ein Kaiserschnitt, da greift die Ausnahmeregelung. Ja, Kaiserschnitt ist eigentlich keine richtige Geburt. Kaiserschnitt ist eher eine Bergung.
Ja. Ja. Wobei derjenige, der jetzt so kurz um die Ecke guckt und denkt, der denkt sich, oh Moment, schwul und Kaiserschnitt. Ja, ich habe noch nie die weibliche Vagina berührt oder betreten. Ich war da als Baby drin und habe gesagt, wenn das der einzige Ausgang ist, bleibe ich hier drin, bis ich Abi mache. Und es sieht jetzt so hübsch aus hier, alles ist so easy peasy. Man denkt sich, das Leben ist ein Ritt auf einem Einhorn, das Glitter furzt über den Regenbogen. Nö, es gibt auch Tage, da bin ich down. Denk mir, warum hat mich Gott so gemacht? Warum? Warum hatte sie einen schlechten Tag? Warum habe ich dieses Handicap? Warum bin ich Pollenallergiker? Und als stolzer Pollenallergiker stehe ich heute vor euch, um euch zu sagen, jeder ist wundervoll, wie er ist. Ihr seid wundervoll, wie ihr seid. Du bist wundervoll, wie du bist. Ihr seid da. Das ist auch die Prämisse, warum ich auf der Bühne bin, um zu sagen, anders sein ist kein Makel. Diversität ist im Gegensatz zum öffentlichen Leggings-Tragen immer eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Leute, ja, Haltungsapplaus aus Bochum. Ja, es ist so. Man muss es auch nicht übertreiben. So. Ja, und mir hat einmal ein Schwimmlehrer gesagt, egal ob schwul, bi, trans, hetero, was auch immer, ein richtig guter Schwimmer kennt beide Ufer. Und ich dachte, Moment, jetzt haben wir wieder Sommer, Badesaison. Das bedeutet, dieser Sommer wird der Sommer meines Lebens. Bochum, mein Name ist Marcel Mann. Bis dann, Dankeschön. Danke sehr. Ich kann nicht gehen, also kurz vorm Weltuntergang, ohne euch was zu beichten. Ja? Und zwar habe ich so ein bisschen so eine Sucht entwickelt, die ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ne? Ich gucke sehr viel Werbung. Mir ist die Kategorie auch scheißegal. Ne? Ich ziehe mir so alles rein, Schokoladenwerbung, Hygieneartikel. Ich bin da ehrenlos, ne? Das interessiert mich nicht. Weil was mich richtig kickt an der Werbung ist, dass die alle mega glücklich sind und alle ihr Leben im Griff haben. Das sind alles so Tobis, die so eine Dunstabzugshaube im Herz integriert haben. Dunstabzugshaube! Ja, Meister Propper hat sein Leben im Griff. Hunde haben in der Werbung ihr Leben im Griff. Selbst die Frau in der Milchschnitte-Werbung hat ihr Leben im Griff. Wirklich, die ist so zu Hause, ne? Es tollen so drei Kinder um die rum, so drei, so welche. Also eigentlich eine stressige Situation, ne? Aber... Das ist fies. Ja, das ist fies. Aber ihr wisst schon, dass ihr anstrengend seid, ne? Für eure Eltern. Aber die Mütter in der Werbung, die rasten ja nicht aus, ne? Die haben ihr Leben im Griff. Ne? Mütter in der Werbung, die lachen immer nur so süffisant, ne? Tobi, wie lacht man süffisant? Ne? Manchmal geht's bei uns einfach drunter und drüber. Ja, aber dann gönne ich mir einfach eine kleine Auszeit mit meiner Milchschnitte. Ich hab's im Griff. Ja. Ich will auch meinen Griff haben mit Milchschnitte. Wisst ihr, was das Problem ist bei meiner Sucht? Die Milchschnitte-Frau reicht mir nicht mehr. Es gibt nur noch eine Sache, die mich richtig kickt. Und das ist Rügenwalder Mühle. Oh. Rügenwalder Mühle ist aber ein richtiger Glücksgangbang. Wirklich, Mann. Spiel mal eine Werbemelodie. Bei Rügenwalder Mühle, ne? Da sitzen so 13 Kinder. 18 Väter, 19 Mütter, 16 Großväter, 19 Großmütter, 98 Hunde, alle um einen Tisch, alle glücklich, alle ihr Leben im Griff wegen Teewurst. Ja, falls ihr euch Sorgen macht, ich bin schon in Therapie. Ich habe das noch zu einer Zeit angefangen, als die Therapieplätze noch, als es die noch gab. Und das war ein bisschen so ein Kampf, ne? Weil ich selber komme ja aus dem Ruhrpott, ich komme aus Essen. Wer kommt aus Essen? Ja, sicher. Ja, und ihr werdet das kennen. Wenn man im Ruhrpott groß wird, dann wächst man mit so Großvätern auf, die einem so Sachen sagen, oder ich sag mal eher Opas, ne? Man wächst ja mit Opas auf, die einem so Sachen sagen wie, hör mal, Luisa, du brauchst doch keinen Seelenklempner. Ein bisschen Kegel und eine Runde Doppelkorn tut ihr ja wohl auch. Und ich finde, Seelenklempner ist einfach so eine beschissene Metapher. Wirklich. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch läuft, ne? Aber bei normaler Klempner... Der sitzt ja nicht im Sessel neben mir und guckt mir dabei zu, wie ich selber meinen Abfluss repariere.
Ja, weil das ist eine Therapie, ne? Da kommt kein heißer Seelenklempner in blauem Mann und repariert dein Seelenrohr. So nach dem Motto, warum liegt hier eigentlich Stroh? Keine Ahnung. Warum hast du eine Maske auf? Na dann, therapier mich doch einfach. Nee, du reparierst schön selber dein Seelenrohr, während der Seelenklempner dir dabei zuguckt, wie dir deine ganze Kindheitsgülle in die Fresse schießt. Und zwischendurch sagt er so tolle Sachen wie, Sie sind ja wirklich super im Prozess, Frau Schulz. War so wirklich toll. Super im Prozess, du Wichser. Ich dachte, du drehst mein Güllehahn zu. Ich dachte, das ist Therapie. Nee, Therapie machen heißt, du drehst dein Güllehahn auf. Und zwar alleine. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dann ist er auf. Und so schnell geht er und nicht wieder zu. Und wenn dann so nach 50 Minuten dieser Satz kommt, ja, Frau Schulz, wir müssen dann jetzt auch Schluss machen. Ne? Du bist aber noch mega eingesifft mit deinem ganzen Seelenschmierfett. Denkst du so, ja, ich kann doch jetzt so nicht ins Leben zurück. Dann kommt mein Lieblingstherapiesatz. Einfach dranbleiben, Frau Schulz. Ja, ich bleib jetzt schon 6 Jahre dran. Sieht doch nicht aus, als könnte ich aufhören mit dem Dranbleiben. Ich bin einfach eine Dranbleiberin geworden. Ne? Das ist mein neuer Lebensvibe. Dranbleiben. Und ich kann euch nur einen Tipp geben, dranbleiben lohnt sich. Vor 6 Jahren war ich noch am Arsch, heute habe ich eine eigene Show und ihr seid alle hier. Vielen Dank fürs Kommen. Wie geht's denn weiter jetzt? Was passiert? Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Gast, Leute. Habt ihr Bock? Und wer kommt da so? Friedemann Weise kommt jetzt gleich. Friedemann Weise, wow. Friedemann Weise. So, als müsste der richtig geil angekündigt werden. Warte, ich habe eine Idee. Let's go. Jetzt kommt der Friedemann vom Weltuntergang. Einfach nur Friedemann vom Weltuntergang. Ein Mann, der alles kann. Der Friedemann. Er ist ein krasser Typ. Der Friedemann. Mach doch mal richtig Lärm. Für Friedemann. Hier ist Friedemann Weise. So, das war's von mir. Eigentlich sollte das Ding in der Mitte stehen, aber hier muss man alles selbst machen. Hier ist eine Arbeiterstadt. Hier, ich kann das aber auch. Hier wird noch alles selbst gemacht. Und Maskenleute sogar, sieht man kaum noch. Warum? Affenpocken. Ach, positiv noch. War eben auch eine kleine, eine Eisdiele mit Maske. Da haben die angefragt, warum hat die denn eine Maske auf? Ja, die ist noch positiv. So macht man das hier in Bochum. Da vorne, da ist aber Affenpocken, oder? Hier ist aber auch, manchmal sind noch die, mit Maske sind auch Promis, die sich einfach so, habe ich auch immer so bei uns im Rewe gemacht, schon vor 6 Jahren. Da war ich der Einzige mit Maske, damit man mich auch erkennt. Jetzt andersrum, Campino hat auch immer Maske aus. Vielleicht bist du gar nicht die, die da sitzt, sondern Campino, könnte sein. Ich habe ein Lied für meine Tochter geschrieben, das heißt, ich ficke deine Mutter. Das spiele ich aber überhaupt gar nicht. Ich wollte, Tochter, ja, nee, hier sind ja Kinder auch hier in der ersten Reihe. Hoffentlich nicht meine. Ist manchmal, kommen sie da mit der langen so eine Liste an. Sie werden vor 16 Jahren, 10, wie alt seid ihr? 10 Jahre, da habe ich hier gespielt. Das war ein schöner Abend, weiß ich noch. Da waren auch richtig damals keine Affenpocken. Wir haben immer richtig danach noch viel. Und da ist sowas auch manchmal passiert. Kann sein. Kann bei allen drei. Seid ihr alle genau gleich alt? Das kann sehr gut sein, hat mir da... Ihr könnt doch mal zu Papa nach Hause kommen. Ich habe auch so, genau wie der Pianist, habe ich auch so eine Dunstabzugshaube. Ja, habe ich auch. Aber ja, danke schön. Bei dem fandet ihr es geil, ne? Nee, aber ich glaube auch, seine ist besser, weil ich habe kein Herz. Ich habe nur so... So, wie lange muss ich noch? Ist fast fertig, ne? Eigentlich wollte ich 6 Songs spielen. Guck mal, jetzt 5 Minuten. Naja, spiele ich mal einen Song. Erstmal Päuschen. Ist aber schön, die Leute sind hier immer so ehrlich, ne? Wo ist der Pott? Watt. Ist das einzige Wort, was ich auf eurer Sprache kann. Watt. Wo ist der Pott? Der Pott ist in München. Yes!
mein erster Fußballwitz. Ich kann überhaupt keine Fußballwitze, aber der saß richtig. Von wem seid ihr denn hier Fan? FC Schalke? Wow! Kommt runter, komm mal runter. Ist ja gut, Leute. Rasensport Leipzig. Hat einer echt gerufen. So, was war nochmal hier? Pandemie, scheiße, ist vorbei. Gut, aber ist gut vorbei, nur für manche noch nicht. Aber, nee, macht das so. Aber er hat ja auch Nachteile gehabt, die Pandemie zum Beispiel. Depression habt ihr auch wahrscheinlich, ne? Alle Schüler und so, Kinder schon mit. Ja, ist nicht lustig. Ja, siehst du, zwei, du hast Glück gehabt. Sind zwei von drei Kindern, haben Depressionen entwickelt. Nicht, ja, Applaus für. Sag mal. Ihr wisst schon, dass Depressionen nicht so lustig sind, oder? Habt ihr jetzt für die zwei geklatscht, die Samen oder den einen, der überlebt hat? Leute, das sage ich ja richtig ehrlich, ne? Richtig ehrlich. Zwei von drei Depressionen. Ist doch schön für den dritten. Ach, mein Gott. Nee, aber ist gar nicht lustig, weil Kinder, auch Erwachsene, ich auch, Depressionen in der Pandemie gekriegt. Und das Problem ist, ihr habt ja auch in der Tagesschau, in Logo wahrscheinlich gelernt, zu wenig Therapieplätze gibt es. Sonst wäre ja einfach, sonst könnte man sagen, komm, nach der Affenpocken jetzt alle nochmal schnell in Therapie, 6 Wochen und dann ist wieder Rotunde für immer. Aber so einfach geht's nicht, weil zu wenig Plätze, du hast ja irgendwie... Und dann wundert mich wirklich, dass immer noch so eine Handvoll Leute oder 3%, die laufen durch die Welt, als ob nichts wäre. Denn scheint immer noch die Sonne aus dem Arsch. Immer, egal wie viele Pandemien, die sind immer noch gut drauf. Und jetzt komme ich, jetzt habe ich eine Idee entwickelt. Wegen den fehlenden Therapieplätzen habe ich gedacht, die 3-4% der Deutschen, wir machen jetzt mal nur an unserem Land das Beispiel, der Deutschen, die noch ungerechtfertigt gut drauf rumlaufen, für die hätten wir ja genug Therapieplätze, versteht ihr? So, jetzt habe ich gedacht, Glücksempfinden. Ihr seid schneller, als ich reden kann. Glück hängt ja immer auch mit Vergleichen ab, versteht ihr? Und dann dachte ich mir, wenn wir die gut draufen Leute einfach runtertherapieren. Okay, dann sind alle gleich schlecht drauf, dann ist wieder super, okay? Und dafür brauchen wir auch keine Therapieplätze, wir machen das einfach mit einem Song. Ich habe einen Song geschrieben, der funktioniert als Therapeutikum. Und wer den einmal zu Ende gehört hat, der braucht keine Therapie mehr. Du sagst, es ist so schön, nicht zu kalt und nicht zu warm. Richtig angenehm, genau wie du es machst. Dein neuer Job ist besser, als du erwartet hast. Genau deine Interessen, ja, so macht Arbeit Spaß. Okay, ich seh, du hattest heute einen ziemlich guten Tag. Ich kann verstehen, dass dich das freut, doch hör auf meinen Rat. Sieh's doch auch mal negativ, es ist nicht alles gut. Was schief, wartet man lang genug. Du sagst, du hast versucht, es auch mal so zu sehen. Doch auf dir liegt ein Fluch, ein ernsthaftes Problem. Was immer du auch anfasst, alles wird zu Gold. Gesundheit, Job, Familie, ein einziger Erfolg. Na gut, du scheinst mir wirklich ein besonderer Fall zu sein. Beruhig dich bitte, hör mir zu, atme ganz tief ein und zieh's doch auch mal negativ, es ist nicht alles gut. Irgendwann geht eh was schief, wartet man lang genug. Heute hat's halt nicht geklappt, weil alles super lief. Doch morgen ist ein neuer Tag, diesmal negativ. Step-Solo! Augen zu, sonst geht er nicht. Elefant und Mäuschen. Es sind ja gerade die kleinen Dinge, die dir den Tag versauen. Und darum wird es nie was bringen, auf dein Glück zu bauen. Ein Tag mit einem Lächeln geht auch nicht schneller um, das kann ich dir versprechen. Und genau darum, sieh's jetzt endlich negativ, so schwer kann das nicht sein. Fehlt dir dazu das Motiv, schau in den Spiegel rein.
Länglichkeit auf Beinen. Zu dick, zu dünn, zu schief. Kein Mensch ist zu beneiden. Du siehst mal negativ. Siehst mal negativ. Unverfängliche Frage, wer ist schon besoffen? Ich bin froh, dass Friedemanns Kinder nicht geklatscht haben. Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt mal fragen, was führt euch hierher? Wer hat euch diese Karten gekauft? Unsere Eltern. Eure Eltern. Und die haben gesagt, da ist ein Aufklärungsprogramm in der Rotunde Bochum. Kommt mal mit. Das ist gut für euch, oder was? Sondern? Sowas, das nannte sich Comedy. Oh, das ist euer erster Eindruck von Comedy. Scheiße. Scheiße, wir haben einen Bildungsauftrag hier. Wir haben eine Open Mic Challenge ausgerufen. Das heißt, es konnten sich Leute bewerben, die Bock hatten, vorm Weltuntergang noch mal einmal auf der Comedy-Bühne zu stehen. Und wir haben gemeinsam einen Gewinner ausgesucht. Hier ist für euch Ben Schafmeister. Ja, Bochum, seid ihr geil. Sehr schön, habt ihr Bock? Seid ihr noch da? Komm, raste nochmal einmal. Ja, ja. Ich wohne seit 2 Jahren in Köln, ich liebe diese Stadt, ich muss aber auch Nebenjobs machen. Mein Lieblingsnebenjob war Flink. Kennt jemand Flink? Ja, ein paar faule Schweine haben wir hier, schön. Für alle, die Flink nicht kennen, Flink ist eine App, bei der man sich so Sachen aus dem Supermarkt liefern lassen kann, innerhalb von so 10 Minuten von so armen Studenten wie mir. Und die bringen euch das dann auf dem Fahrrad und da treffen Bestellungen ein, Leute, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Meine Lieblingsbestellung hatte ich an meiner ersten Schicht, meine Schicht ging bis 0 Uhr und um 23.30 Uhr kam eine Bestellung rein von, ich glaube es war eine Frau, die hat bestellt einen Schwangerschaftstest und Kippen. Und da wusste ich, Köln, ich bin angekommen. Könnte auch eine Bestellung aus Bochum sein, also wirklich. Ja, was mache ich sonst so? Ich habe übrigens Tourette. Habe ich wirklich, ist kein Scherz. Ich habe das aber nicht, wie es viele kennen, mit so Beleidigungen, sondern ich habe das mit so Zuckungen. Bei uns nennt man das, das heißt Ticks. Es gibt so viele verschiedene Arten von Ticks. Ich habe das halt mit so Zuckungen. Ich zucke immer so zu einer oder zu der anderen Seite. Und das Ding ist, mir ist aufgefallen, es gibt Missverständnisse im Alltag. Ich war letztens feiern und bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil bei mir läuft. Und ja, wir haben noch ein paar reiche Leute heute Abend hier, schön. Nee, ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann gab es schon die ersten Kommunikationsschwierigkeiten, weil der Taxifahrer meinte, wohin soll's denn gehen? Und ich so, ja, Ende vom Lied war, dass wir 2 Stunden im Kreis gefahren sind und ich 200 Euro weniger auf der Tasche hatte. Schöner Abend, gerne wieder. Ich muss jetzt aber nicht mehr Taxi fahren, warum? Denn ich habe meinen Führerschein bestanden. Ja, danke. Ja, nach dem 4. Versuch. Und ist kein Scheiß, ich bin tatsächlich 3-mal durch die praktische Prüfung durchgefallen. Und da fragt sich natürlich irgendwann auch, woran hat es hier liegen? Da hat jemand das Prinzip Comedy nicht verstanden. So. Ich frage mich die ganze Zeit, wie alt er ist. Ja, frag einfach. Wie alt bist du? 21, Oma! Das habe ich dir schon so oft gesagt. Nein. Ich bin mit dem Taxi gefahren, genau. Ne? Schulterblick, bla bla. Und das Ding ist, jetzt habe ich meinen Gecko komplett verkackt. Wir machen das nochmal, ich komme nochmal rein. Hallo Bochum! Nein. Leute. Wir haben noch keine Zeit, ja? Wir haben Zeit. Sag mal, was ist mit dieser Stadt los? Alter, wie geil seid ihr denn? In Köln so, Digga, 3 Minuten, hau ab hier so. Wir haben Zeit! Ist mir scheißegal! Ich will das jetzt sehen! Wie alt ist der nochmal, Uschi? Leute. Also. Mir ist aufgefallen so, ich bin halt, mir ist aufgefallen auf der Bühne, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, ist mein Tourette halt komplett weg. Ich zucke auch nicht so und ich kann das auch nicht erklären, warum, aber das Ding ist, mir ist aufgefallen, das ist ein Problem. Weil letztens, ohne Scheiß, kam einer nach der Show auf mich zu und meinte, Ben, das war ja ganz lustig, aber die Nummer mit dem Tourette fand ich scheiße. Und ich so, okay, wieso? Ich find's ehrlich gesagt ganz schön geschmacklos, sich über Behinderte lustig zu machen. Und ich war so, gut, ich
Hab's ja aber auch. Und dann hat der Typ mich total entgeistert angeguckt und meinte so, schäm dich. Und ist gegangen. Und mir ist aufgefallen, Leute, ich bin nicht behindert genug. Also, man kauft mir, nicht mal Galileo will mit mir eine Doku drehen. Ich kann nichts da. Oh, danke. Ja. Ich habe auch Assi-Freunde. Kumpel von mir ohne Scheiß. Immer wenn er sieht, dass ich zucke, so, sagt er, Ben, da ist niemand. Der Typ nennt mich auch konsequent Ben hindert. Also, naja, Väter halt. Egal. Letztens jetzt, nein, Leute! Letztens war ich mit einer Freundin in der Stadt. An uns ging so eine bildschöne Frau vorbei. Wirklich bildschön. Und ich habe mich nochmal so umgedreht. Sie hat das gesehen und kam auf uns zurück und meinte so, Alter, geht's noch, du Perverser? Ich habe das genau gesehen. Und die Freundin neben mir meinte so, nein, nein, keine Sorge, der hat Tourette. Ich so, ja, ach so, ja, ja. Das ist es. Funktioniert immer. Naja. Das Ding ist auch, ich habe das ja, wie gesagt, wirklich nur mit so Zuckungen und ich habe das mittlerweile abgespult wie so ein Standardsatz. Ja? Ich habe so, immer wenn ich das erzähle, wenn jemand sagt, was hast du denn, hast du Nackenverspannung? So, nee, nee, ich habe Tourette, alles gut. Und dann immer so, krass, hast du das mit Beleidigung? Und ich muss immer sagen, nee, ich habe das nur mit so Zuckung. Ich habe das nur mit so Zuckung. Das hat sich mittlerweile eingebrannt, dieser Satz. Und ich kriege das auch nicht mehr weg. Das ist mir letztens zum Verhängnis geworden, weil ich hatte Sex. Danke. Heute Abend ist er hier. Nein. Sie war wach und hier war ihr Kopf. Nein! Obwohl in Bochum, man weiß es, egal jetzt. Auf jeden Fall meinte sie irgendwann mittendrin so, oh ja, beleidige mich. Und ich habe diese Transferlösung gar nicht gecheckt und ich war so, ich habe dir tausendmal gesagt, ich habe das nur mit zur Zuckung. Das war's von mir, mein Name ist Ben Schafmeister. Habt einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön! Ich finde es übrigens ein bisschen romantisch, Tobi, dass wir uns nochmal gestritten haben vom Weltuntergang. Und ich würde das gerne ein bisschen weiterführen. Okay. Du hast gesagt, wir würden dir keine Freude machen, wenn du in eine peinliche Situation kommst. Und du hast im Fragebogen auch auf die Frage, wie würdest du das Publikum zum Ausrasten bringen, geantwortet, du würdest gern deinen besten Witz erzählen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich unangenehm ist oder nicht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass mein Humor wirklich sehr, sehr, sehr flach ist. Also, Leute, pass auf. Ein Mann kommt zum Barkeeper und sagt, ich hätte gern 2 Martini. Sagt der Barkeeper, dry? Sagt er, nee, 2. Danke, das war Tobi Hemmelmann. Die Tobi Hemmelmann Show. Jetzt kommen wir zu was wirklich Witzigem. dazu muss ich aber fragen, wer ist heute hier, der 1AB-Ware hört? Einmal klatschen. Oh. 1AB-Ware ist der Podcast mit Sandra Sprüngt und mir. Sehr zu empfehlen. Und wir kommen jetzt auch zum nächsten Programmpunkt, der etwas mit Sandra Sprüngen zu tun hat. Jetzt kommt ein Impro-Set. Sandra und Leonie werden ein Impro-Set machen. Sie haben sich inoffiziell auch die Augsburger Nuttenkiste genannt. Also Leute, rastet richtig aus für Sandra Sprüngen und Leonie Huber. Guck mal, es war die erste, ich sag mal, Feuerprobe für unseren Namen Augsburger Nuttenkiste und ich hatte den Eindruck, es kommt gut an. Das können wir so mitnehmen. Geil. Dann steht der neue Name schon mal. Also wir sind Leonie und Sandra, wir sind unter anderem vom Improvisationstheater Springmaus, aber ihr könnt uns auch gerne für eure Beerdigung buchen oder Scheidung super gerne. Also wenn ihr Bock habt, wir machen Impro. Das heißt, ja. Bis jetzt waren die Leute ganz gut vorbereitet, aber wir, es ist im Grunde genauso wie beim wirklichen Weltuntergang, haben nichts vorbereitet. Genau. Das funktioniert also nur mit euch. Deswegen möchte ich natürlich wissen, wenn jetzt wirklich morgen der Weltuntergang wäre, ja? Was würdet ihr unbedingt noch erledigen wollen? Was? Die Flurwoche. Was genau ist das? Was ist eine Flurwoche?
Entschuldigung, Eigenheim. Nein, Spaß. Nein, wirklich nicht. Hausflur wischen. Und das möchtest du vor dem Weltuntergang nochmal erleben. Wie deutsch kann man sein? Das ist... Das finde ich aber schön. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir spielen jetzt gleich eine Szene, die genau davon handelt. Und die spielen wir einfach erstmal so ganz ohne Emotion. Mit dem Gesicht von Veronika Ferres. Genau. Geben wir die Nummer. Okay. So. Ah, Frau Nachbarin. Hallo, Frau Nachbarin. Sonntag 16 Uhr, langsam wird es Zeit. Ja, ja, ich weiß. Heute bin ich spät dran. Die Vorfreude war so groß. Beim letzten Mal haben Sie im vierten Stock die Ecken vergessen. Wie bitte? So etwas muss ich mir von Ihnen wohl nicht anhören. Frau, ich schiebe den Staub unter die Fußmatte. Wissen Sie was? Sie sind die schlimmste Nachbarin, die ich je hatte. Und jetzt... Fangen Sie noch mal von vorne an. Das war die Szene, ne? Das war die Szene. Sehr emotionsneutral, ja. Aber ich würde sagen, wir können es doch nicht so stehen lassen. Ich brauche von euch jetzt mal, ich brauche Emotionen von euch. Also ruft mir mal Emotionen rein, die ihr kennt. Eifersüchtig. Euphorie. Traurigkeit. Wut. Ekstase. Wow. Konfusion. Gut, also einfach mal machen. Such was aus. Ich würde sagen, wir starten mal mit Traurigkeit. Okay. Oh Gott. Frau Nachbarin. Frau Nachbarin, wir haben 16 Uhr an einem Sonntag. Was machen Sie hier? Ich weiß, ich bin spät dran. Ich habe mich einfach so gefreut. Ich weiß ja auch nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt auch noch aufbürden muss, aber Sie haben beim letzten Mal im Stock die Ecken vergessen. Es tut mir leid. Nein. Ich helfe Ihnen auch. Gucken Sie doch mal. Es tut mir leid. Es ist gar kein Problem. Gehen Sie nach Hause, ich putz für Sie. Mir würde die Konfusion jetzt glaube ich. Die Konfusion. Wo bin ich? Was machen Sie hier? Ich bin mir nicht sicher. Sind Sie? Ich bin doch gerade. Kenne ich Sie nicht aus dem Rossmann? Ja, das ist ein ziemliches Downgrade, nicht wahr? Oh Gott. Wissen Sie, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach meiner Dunstabzugshaube. Ich dachte, die war hier irgendwo. Gott, heutzutage sind die doch integriert in die Herdplatte. Natürlich. Was machen Sie da? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ist das denn nötig? Ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das ist ja Wahnsinn. Ich sag mal so, Ski heil, ich geh jetzt auf den blauen Elefanten rein. Ja. Ich glaube, das kam so einer normalen Unterhaltung in Bochum hier recht nahe, oder? Gut, wie schließen wir das Ganze ab?
Ja, gerne. Wut vielleicht. Wut? Wut, ach wie schön. Das ist ja was. Bah! Frau Nachbarin. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie mal auf die Uhr Ich weiß, dass es 16 Uhr ist. Da muss ich ja auch zum vierten Stock überhaupt nichts mehr sagen, was? Wollen Sie mich jetzt mobben? Okay, ja. Schon gut. Ich mach die nächsten 4 Wochen die Flur. So, so. Danke, Frau Nachbarin. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Tommy. Sprünke, Leonie Huber. Wie geht's denn weiter jetzt? Was passiert? Wir spielen Champagner schießen. Ich sag gleich noch, ihr kriegt gleich alle was vom Champagner ab. Oh Gott, okay? Ich hab so Angst. Okay, wartet noch nicht anfangen. Leute, ihr habt eine ganz blöde Position. Über euch hängt die Weltkugel, die wir abschießen sollen. Wir werden die Kinder verlieren, so viel steht fest. Okay, Leute. Ich hab furchtbar Angst. Leute, die Welt geht unter in 5, 4, 3, 2, 1. Leute, das war die letzte Comedy-Show vom Weltuntergang. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mit dabei Tommy Emmelmann. Ben Schaffmeister. Sandra Sprünken. Leonie Huber. Marcel Mann. Und Friedemann Weiße. Vielen Dank, dass ihr da wart. Geben wir Dank bei Luisa Charlotte-Scholz. Das ist die letzte Show vom Weltuntergang, vielleicht die beste Show vom Weltuntergang.